Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In diesem Video stellen wir uns mal dem mehr oder weniger ultimativen Drucksprühgerät-Test. Denn ich habe euch ja letztens mal ein Video gedreht zu den neuen Sprühflaschen, die ich mir gekauft habe. Und zwar diese hier. Und ich finde die immer noch nicht schlecht, die Sprühflasche, die ich hier habe. Aber das Problem ist, dass sie irgendwie innerhalb kürzester Benutzungsdauer schon kaputt gegangen ist. Und zwar liegt das Problem darin, wahrscheinlich kommt jetzt der VFÜ-Effekt und man kann es nicht erkennen, aber wenn ich die Flasche so kippe und dann sprühe, dann passiert jetzt natürlich nichts, weil nach einer Zeit, ihr müsst mir das glauben, immer wenn ich sprühe, wir sprühen gleich mal im Bachlauf, immer wenn ich mit dieser Flasche hier gesprüht habe, ist hinten das ganze Wasser rausgelaufen. Deswegen habe ich hier auch Wasser in meinem Untersetzer hier. Aber das Problem habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht genau warum. Jedenfalls hatte ich das Problem mit dieser Sprühflasche hier immer, dass da das Wasser rausgelaufen ist. Unabhängig davon, sagen wir jetzt mal, das ist so oder es ist nicht so. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Habe ich jetzt aber mir noch diese Sprühflaschen hier zugelegt. Davon habe ich auch gleich zwei Stück. Und hier können wir sie ja mal im direkten Vergleich sehen. Die Sprühflasche hier ist, ich sage jetzt einfach mal, die Sprühflasche hier ist von der Marke Lux und die Sprühflasche hier ist von der Marke Gloria. Für die Sprühflasche habe ich ungefähr 8 Euro gezahlt und für diese Sprühflasche hier habe ich 20 Euro gezahlt, für eine einzelne. Die Sprühflasche hier fasst ein Wasservolumen von 2 Liter und bei dieser hier ist es ein Volumen von 1,25 Liter. Bei der Flasche hier ist auch angegeben, dass sie einen Druck von 3 Bar hat, was bei dieser hier aber nicht zu erkennen ist. Naja, jetzt kommen wir mal zu den Details hier. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich fand, dass die Sprühflasche hier hochwertiger aussieht. Eben auch aufgrund dieser, ist das Metall? Metalldüse, die man hier vorne hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das Metall ist oder Kupferlegierung oder so. Ich kenne mich da nicht so aus. Und die Sprühflasche hier ist ja komplett aus Plastik. Man kann hier sehen, dass diese so einen Metallstab hat, den man runterdrückt. Und diese hier hat so einen Plastikstab, den man runterdrückt. Und ich bin immer der Ansicht, dass, naja, man denkt bei diesen Metallsachen schon eher, dass die irgendwie hochwertiger sind als das hier. Aber dem scheint hier wohl gar nicht so zu sein. Der Unterschied bei den Sprühflaschen ist wohl auch, am besten gehen wir da gleich mal hoch zum Bachlauf, damit ich aufhöre, hier alles voll zu sprühen, dass man die hier kopfüber halten und kopfüber sprühen kann. Und bei dieser hier, dann können wir mal gucken, was passiert. Ich traue mich gar nicht. Scheint das wohl nicht so zu sein. Also wie gesagt, ich werde vielleicht gleich mal zum Bachlauf gehen und dann versuchen zu sprühen. Aber man hat schon gesehen, dass die hier jetzt oben ausgelaufen ist. Und bei dieser hier, die scheint wohl dicht zu sein, was das alles angeht. Aber ja, wir werden uns jetzt mal dem ultimativen Sprühflaschentest stellen und gucken, welche Sprühflasche besser sprüht. Also bleibt dran, wenn wir jetzt gleich hoch zu meinem Bachlauf hier gehen und diese Sprühflasche mal ausprobieren. Probieren wir doch erstmal die neue Sprühflasche hier aus. Also das Runterdrücken hier ist schon anstrengend, aber es geht eigentlich und es fühlt sich ganz angenehm an durch diesen Plastikknauf, den wir hier haben. Man kann die Düse hier wohl auch irgendwie einstellen. Also man kann das hier auf und zu drehen, man kann das hier vorne auf und zu drehen, man kann das aber auch noch irgendwie schwenken. Wobei ich halt, ja, weiß ich auch nicht so genau. Okay, dann stelle ich das jetzt mal ein. So. Und jetzt wollen wir nämlich gleich mal das Ganze ausprobieren. Ich sprühe jetzt mal in meinen Bachlauf hier rein und drücke voll durch und halte die Flasche dann mal über den Kopf und schaue, was passiert. Also dann sprühen wir mal, drehen die Flasche um, aber wir scheinen immer noch weiter sprühen zu können. Und ich schüttel mal, aber die Flasche ist auf jeden Fall dicht. Ich bin nicht nass geworden. Und jetzt, jetzt probieren wir das Ganze mal noch mit der anderen Flasche hier aus. Also,
Bei dieser gestaltet sich das Runterdrücken ein bisschen schwieriger, weil der Knauf halt wesentlich kleiner ist. Was ich bei dem immer gar nicht schlecht finde, ist, dass man hier diese leichte Ausbeulung hat, wo man mit dem Handballen zum Beispiel gut reingehen und das Ganze runterdrücken kann. Hier vorne kann man auch diese Düse irgendwie aufdrehen und einstellen. Und hier hinten kann man das auch aufdrehen. Ja, haben wir schon gesehen, was passiert. Ja, und jetzt wollen wir mit der Sprühflasche das gleiche jetzt auch mal machen. Das heißt, ich werde jetzt hier sprühen und dann werde ich sie mal auf den Kopf drehen und gucken, was hier passiert. Also sprühen wir mal. Und jetzt drehen wir sie um. Und sie scheint... Ich weiß nicht, was genau jetzt passiert ist. Also sie scheint nicht mehr richtig sprühen zu können, wenn man sie auf den Kopf dreht. Und sie ist jetzt durchaus ein bisschen nass geworden. Aber was mich verwundert, dieses Problem, dass das Wasser beim Sprühen hinten rauskommt, habe ich nicht mehr. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, welche Sprühflasche ist besser? Die Sprühflasche hier, die hat übrigens wohl 5,95 € gekostet und nicht 8 Euro, also die hier. Die ist natürlich auch nicht darauf ausgelegt, dass man sie auf den Kopf dreht und damit weiter sprüht. Damit wirkt ja nur die Sprühflasche hier. Die ist durchaus, ja, davon wird man ein bisschen nass, aber im Garten oder so kann man die mit Sicherheit gut verwenden. Während die Sprühflasche hier natürlich auch ideal für Innenräume ist, da man sich hiermit nicht die Umgebung nass macht. Also ich muss sagen, dass ich beide Sprühflaschen nicht schlecht finde und dass ich von beiden durchaus überzeugt bin, aber dass auf jeden Fall die hier durchaus eher mein Favorit ist. Dadurch, dass diese hier auch nicht 2 Liter Wasser fasst, sondern nur 1,2 Liter, ist es auch wesentlich einfacher, die auf den Kopf zu drehen, als es eben bei dieser hier der Fall ist, weil die auch durchaus klobiger ist und dann läuft da alles raus. Ja, das ist natürlich letztendlich eure persönliche Entscheidung, welche Sprühflasche ihr besser findet. Also ich wollte mich jetzt eigentlich mit diesem Video bei euch verabschieden, aber was komisch ist, jetzt läuft aus der Sprühflasche hier das Wasser oben raus. Man kann sehen, dass es hier runterläuft und runtertropft und dass hier oben immer weiter das Wasser rausläuft, wie man sehen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, was da das Problem ist. Aber so hat es jetzt... Nee, es hört nicht auf, da läuft die ganze Zeit das Wasser raus. Das verstehe ich nicht genau. Also, ja, ich weiß auch nicht so. Ich war ja, als ich die ganze Zeit mit der Sprühflasche hier gesprüht habe, hatte ich ja das Problem, dass das Wasser hier hinten immer runtergelaufen ist und mir in den Ärmel getropft ist. Das Problem hatte ich jetzt nicht mehr, aber dafür läuft das Wasser dann jetzt scheinbar hier oben raus, was ich auch nicht so ganz verstehe. Jetzt läuft das Wasser auch noch hier hinten raus, wie man sehen kann. Also, ich würde vielleicht doch sagen, Vorführeffekt oder nicht, aber die Sprühflasche hier scheint durchaus irgendwie kaputt zu sein. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was hier passiert. Während die andere hier trocken ist und sehr stabil. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was bringen würde, wenn ich bei der Sprühflasche hier mal sprühe. Aber da scheint auch nicht mehr so wirklich das Wasser richtig rauszukommen. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, das Video ist ein bisschen chaotisch. Ich habe euch beide Sprühflaschen vorgestellt. Jetzt habt ihr live auch nochmal gesehen, was das Problem mit dieser Sprühflasche hier ist und warum ich mich für diese hier entschieden habe. Aber letztendlich bleibt es natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Gibt man das Doppelte aus für eine potenziell hochwertigere Sprühflasche oder zahlt man etwas weniger und geht das Risiko ein, dass sie dann vielleicht doch kaputt geht oder dass sie einen so häufigen Gebrauch nicht aushalten kann. Ja, das war es dann soweit jetzt auch mit diesem Video. Trotz dessen, dass die Sprühflasche bei mir jetzt nur, wenn überhaupt, wenige Wochen gehalten hat und irgendwie kaputt ist, will ich trotzdem weder eine Empfehlung für die eine noch für die andere Sprühflasche aussprechen, da es, wie gesagt, zum natürlichen, zum Selbstermessen auch gehört. Gebe ich lieber etwas mehr aus, gebe ich lieber etwas weniger aus und
gehe dann davon aus, dass sie vielleicht doch kaputt gehen könnte oder mein Boden nass wird. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ich kann hier nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass diese hier nach relativ kurzer Nutzungsdauer leider schon kaputt gegangen ist und mir sämtliche Ärmel beim Sprühen nass gemacht hat. Ja, naja, ihr könnt auch sehr gerne mal in die Kommentare eure Empfehlungen mit solchen Sprühflaschen hier schreiben. Vielleicht hattet ihr bei der Flasche das Problem ja auch und konntet es irgendwie lösen. Das weiß man ja nicht. Ihr könnt dem Video abseits dessen aber auch gerne einen Daumen nach oben geben und mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr generelle Produkttests interessant findet oder nicht zu Gartengeräten, ob ich das eher lassen sollte, ob ihr das vermehrt auch mal sehen möchtet, sowas. Dementsprechend würde ich mich dann auch da nach euch richten. Ansonsten hoffe ich eben, dass wir uns bald in einem anderen Video wiedersehen. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.